Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel heute gegen Hannover 96. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Trainer von Hannover 96, Christoph Dabrowski, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und dem Gästetrainer gebührt natürlich das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Hallo zusammen, zuallererst Frank, dir und deiner Mannschaft Glückwunsch zum verdienten Heimsieg. Wir wussten, was auf uns zukommt, was für eine Power und Körperlichkeit, und waren auch darauf vorbereitet und haben wenig in unser Spiel reingefunden. Natürlich auch durch das frühe Gegentor, was wir wegstecken mussten, noch nicht die Sicherheit bekommen. Wo wir es nicht gut verteidigt haben, ja, beim zweiten Gegentor machen wir leider einen individuellen Fehler, wo wir zweimal den Ball hätten klären können. Sind dann, glaube ich, dann schon noch rangekommen, wo wir dann mit dem Anschlusstreffer in die Halbzeit gehen, wo wir uns noch vornehmen, nochmal rauszugehen und doch noch den Ausgleich zu schaffen. Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit, relativ frühes Gegentor. Wo wir die Tiefe hätten ansteuern können, den Ball leider dann den Schützen in den Fuß spielen und er dann das Traumtor macht. Alles in allem sind wir im Ballbesitz auch nicht in unser Spiel reingefunden, haben zu viele Ballverluste gehabt, wir haben wenig Tiefe angeboten, haben wenig Entlastung gehabt und haben das in der einen oder anderen Situation einfach auch nicht optimal verteidigt. Und dementsprechend lag das natürlich an den Heidenheimern heute, aber auch ein Stück weiter an uns. Nichts alledem werden wir weitermachen. Wir kommen aus einer schwierigen Situation. Wir haben noch einen Weg vor uns und wir versuchen das vernünftig zu analysieren. Dann schnell den Blick nach vorne zu richten. Wir haben noch herausfordernde Spiele im Februar und wir wollen trotz alledem weiter nach vorne schauen und auch die nötigen Punkte dann auch wiederholen. Vielen Dank. Dankeschön. Frank, dein Fazit bitte. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche und ich habe das Spiel ja im Prinzip genauso gesehen. Vielleicht noch die Frage nach dem Warum. Ich glaube, dass wir heute ein herausragendes Pressing gespielt haben. Den Gegner über 90% vom Spiel früh angelaufen haben, ihn keine Ruhe gelassen. Wir wollten heute eben Hannover gar nicht erst in unsere Hälfte kommen lassen, dass sie ihre Bälle in die Tiefe, in die Schnittstelle spielen können, sondern das war schon die Aufgabe für die Mannschaft, da heute früh anzulaufen, entsprechend die Zweikämpfe zu führen. Und ich glaube, es spielt schon auch eine Rolle, warum wir dann das erste und auch das zweite Tor gemacht haben, weil wir dran geblieben sind und ihnen in Hannover keine Ruhe gelassen haben. Kurz vor dem Gegentor hat man schon das erste Mal gesehen, also nach dem Einwurf nicht schnell genug umschalten, wie gefährlich es werden kann und wie schnell das passieren kann. Und dann kriegen wir auch das Tor, wir kriegen die Seite, unsere rechte Seite nicht zu. Hannover hat Überzahl, überspielt es gut. Wir verteidigen auch den 16er bei der ersten Flanke nicht gut, wenn man dann dieses Duell verliert. Dann ist es natürlich dann ja auch mal Zufall, wo der Ball hinkommt, aber Hannover macht das Tor und es kann so ein Spiel schon auch verändern. Und ich habe der Mannschaft gesagt, die drei Punkte, die wir in der Halbzeit, habe ich ihr gesagt, die drei Punkte, die wir gerade haben, die geben wir heute nicht mehr her. Und natürlich war es dann perfekt, wieder ein frühes Tor zu machen, das 3-1. Ein Traumtor, aber man muss auch dazu sagen, Tobi wollte das so. Dafür ist er bekannt und das sehen wir immer wieder auch im Training, dass sein linker Fuß eine Waffe ist. Da haben wir eine Phase gehabt, wo wir das Spiel kontrolliert haben, guten Ballbesitz gehabt haben, so ein bisschen Druck rausnehmen konnten, weil trotzdem die Gefahr immer besteht, wenn du das 3-2 bekommst, dass das Spiel nochmal kippen kann. Da haben wir heute nicht viel Anlässe gegeben, um Hannover zurückkommen zu lassen. Für mich ist es trotzdem so, wir hatten zwei, drei richtig gute Möglichkeiten. Ein 4-1 ist dann oder wäre die Entscheidung gewesen in dem Moment. Das haben wir dann leider verpasst, aber wir haben eben auch hinten nichts mehr zugelassen und deswegen muss man heute ein Riesenkompliment machen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wer das ein bisschen verfolgt die letzten zwei, drei Wochen, dann war das nicht ganz so einfach für uns. Auch heute in der Aufstellung, gerade was die Viererkette betrifft, aber ich kann nur richtig gute Zeugnisse ausstellen. Die Mannschaft, die ist knapp 129 Kilometer gelaufen, war bereit, an die Grenze zu gehen, hat dabei auch richtig gut Fußball gespielt, phasenweise. Und deswegen, glaube ich, können wir uns das, was ich vor dem Spiel gesagt habe, erstens den Zuschauern, die heute da waren, den Fans, ein schönes Stadionerlebnis bieten,
aber idealerweise auch mit einem erfolgreichen Ergebnis dann auch krönen. Das ist uns gelungen und am Ende freuen wir uns auch gegen eine Mannschaft, die auch viel Selbstvertrauen aus den letzten Partien gehabt hat, die kein Gegentor bekommen hat, 3 Tore zu machen und das Spiel zu gewinnen. Christoph und Hannover 96 natürlich alles Gute für den weiteren Verlauf. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Zeichen. Der Kollege aus Hannover, gerne wegen der Maske ein bisschen lauter und deutlicher sprechen. Danke. Ich versuche es, genau. Cabo, du hattest auch heute Probleme, die Viererkette aufzustellen, hast dann Duell reingestellt. Dann kann man sagen, so nach 4 Minuten war das dann so ein Nackenfakt, wo du dachtest, ach du Scheiße, falsche Entscheidung getroffen? Oder was war da in dem Moment los? Ein kurioses Gegentor. Ja, wir wollen grundsätzlich auch nicht jammern aufgrund der Personalsituation. Die Spieler, die heute da waren, die waren in der Lage, ein gutes Spiel abzuliefern. Klar war das nicht optimal. Gerade der Ausfall von Julian Börner hat schon wehgetan, was die Körperlichkeit anbetrifft. Luca Kreinsch ist dann leider auch nicht frühzeitig fit geworden. Deswegen haben wir den Geil hinten rein befördert. Dadurch gab es natürlich auch wieder eine Verschiebung im Mittelfeld. Dort hätte uns mit Sicherheit die Körperlichkeit von Ondua auch gut getan. Aber ja, trotz alledem, wie gesagt, das lag heute natürlich an den Heidenheimern, aber wir sind heute nicht so in unsere Performance reingekommen und darüber werden wir reden, das gucken wir uns an. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir das auch nächste Woche direkt wieder auf den Platz bekommen. Dominik Florian hat immer Zeitung, bitte. Das ist ja schon andererseits angesprochen, wie das Leben jetzt reingerückt ist. Ich würde sagen, du hast dein Vertrauen, das hat er gut gezahlt, glaube ich. Ne? Das ist deine Leistung. Ja, ich habe ja gesagt, was soll ich groß erzählen davor? Schaut es euch an. Und ihr wart alle heute, ja, Zeuge ist ein bisschen übertrieben, aber. Wenn man das nimmt, so ins kalte Wasser, schon ein bisschen wenig Spielpraxis, aber astrein, auch gerade fußballerisch, aber auch in der Defensive, von Anfang an die ersten Aktionen gleich drin, das gibt Selbstvertrauen. Und bei ihm war es gut, aber bei allen anderen auch, muss man genauso dazu sagen. Aber ich habe gewusst, ich freue mich auf das Spiel von ihm heute, weil ich wusste, er wird es gut machen und er hat mich und glaube, keine von uns enttäuscht. Nochmal ein Kollege aus Hannover, bitte. Florian Krebs von der Bild. Auch erstmal ein Kompliment an Heidenheim, Herr Schmidt, und da wo die Aussetzer. Natürlich hat Heidenheim die ein Stück weit auch erzwungen, die Fehler wieder in den Stand. Trotzdem hast du eine Erklärung dafür. Hat Janik Dehm heute einfach den falschen, den gebrauchten Tag gehabt, schon mal 0-1, lässt er die Flanke zu, steht so weit weg, dann dieses Slapstick-Eigentor. Das zog sich ja wie so ein roter Faden, die dann auch dreimal zum Tor von Heidenheim getroffen. Hast du da eine Erklärung? Also jetzt hier in dem Moment habe ich jetzt keine Erklärung, warum wir bei den Gegentoren nachlässig waren. Allerdings muss ich sagen, beim ersten Gegentor verteidigen wir es auch auf der Seite nicht gut. Da kriegt er wenig Unterstützung, wo die Flanke dann zugelassen wird. Und beim zweiten Gegentor ist es einfach unglücklich. Und dass das dann nicht spurlos in gewissen Phasen an den Spieler vorbeigeht, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das Lehrgeld muss er heute bezahlen. Ja, er hat die letzten Wochen stabile Leistung gebracht und es gibt keinen Grund, da jetzt den Stab über ihn zu brechen. Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung nochmal, bitte. Wenn ich das Tor von Tobi das zweite anschaut und so ein bisschen den Song zurückblickt, das war jetzt, glaube ich, das dritte, vierte, fünfte Tor zur Distanz. Das zweite von Tobi, auch das von Leipzig gegen Kiel, das waren richtig Dinger. Wo man hätte das Selbstbewusstsein da, läuft man das dann auch auf dem Platz, weil diese die Tore auch machen? Ja, definitiv. Das hat immer mit Selbstvertrauen, gerade für einen Offensivspieler, zu tun. Und das hat was mit Entschlossenheit zu tun, beim 2-0 auch. Ich meine, wenn ihm so ein Ball vor die Füße fliegt, dann überlegt er nicht, dann gibt es 100% Risiko. Und es war beim 3-1 dann genauso. Ich kann es nur noch mal sagen, sind wahrscheinlich knapp 40 Meter und alle sagen, ja, das darf nie passieren, aber er wollte das so und er hat die Qualitäten dazu, weil es dann auch ein Überraschungsmoment ist und dann kommt der Ball auch mit einer gewissen Schärfe auch. Ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Zeit lang gar keine Tore geschossen aus einer größeren Distanz. Der Tim war der Erste in Ingolstadt, ich glaube mit 60 Meter. Und das ist für einen Offensivspieler, ich kann es nur noch mal wiederholen, hat es immer auch mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun. Dann auch nicht lieber den einfachen Pass und die Verantwortung weiterzugeben, zu sagen, ich probiere es. Und meine Spieler sind angehalten im letzten Drittel, da dürfen die alles. Am Ende müssen wir aber effektiv sein. Heute waren wir es und haben dadurch das Spiel für uns entschieden. Nochmal der Kollege aus Hannover, bitte. Darf man nicht nochmal, du hast insgesamt 8 Stürmer heute im Kader gehabt.
trotzdem kam relativ wenig Torgefahr. Woran liegt das? Liegt das Selbstvertrauen? Hat Heidenheim einfach hervorragend gemacht, dass sie nicht durchgekommen sind? Ja klar, ich muss es nochmal erwähnen. Die Heidenheimer haben heute ein sehr gutes Heimspiel gemacht. Ja, und wir sind leider nicht so in unser Spiel reingekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube schon, dass wir gesehen haben, dass wir kurz vor der Halbzeit auch mit dem Anschlusstor nochmal gewillt waren, ranzukommen. Ja, wir haben uns natürlich in der Halbzeit auch vorgenommen, weiter unsere Chance zu suchen, den Ausgleich zu schaffen. Aber die beiden frühen Gegentore in der ersten und in der zweiten Halbzeit haben wir dann leider nicht so gut verkraftet und haben uns dann auch dementsprechend schwer getan, eine Leichtigkeit in unsere Offensivaktion zu bekommen und dementsprechend uns dann auch Torchancen herauszuspielen. Ansonsten gibt es doch nochmal eine Nachfrage, bitte. Anschlussfrage, weil Nicolo Tresolli heute das allererste Mal mit seinen 17 Jahren im Profikader dabei war, in der zweiten Liga. Das ging zulasten von Mike Franz. Hat er irgendwas? Mike Franz ist krankheitsbedingt ausgefallen. Er hat vor 2 Tagen sich krank abgemeldet, hat dann leider einen positiven Corona-Test gehabt und hat aber keine Symptome. Ihm geht's gut. Und deswegen war Mike heute auch nicht im Kader. Den Kaderplatz habe ich aufgefüllt mit Nicolo. Er sollte als junger Bursche mal die Abläufe kennenlernen und das Gefühl, wie es ist, an einem Spieltag bei der Profimannschaft dabei zu sein.